Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout. So, jetzt müssen wir zu den alten Schnäpfe zurück. Hä? Können wir da nicht auch irgendwie... Reisen nach Megatron, die laufen, wa? Oder wie, oder was? Oh, was ist passiert? Achso, ja, lass sie immer nach. Ach, hier bin ich. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Alles klar. So. Vor 30 die Scheiße. Wir haben uns auf das nächste Mal, also wenn wir das wieder machen. Wenn wir Punkte kriegen, machen wir die wieder da rein. Hier haben wir wieder was. Ist die Klinik der Doktor da? Druck von zu halt. Komische Kirche. Sagte ich gerade Küche? Ich meine Kirche. Kirche meine ich, ja. Das ist verschlossen. Wo war denn die alte jetzt? Mensch. Ich glaube da oben. Könnte das sein. Spinner des Atoms. So, hier jetzt, oder? Wenn ich dann, ey. Anscheinend nicht. Verschließe den Kühlschrank bitte. Naja, man weiß nicht, was hier rumkreucht, ja? Vielleicht, Typen. Zu den Herrentoiletten. Mal sehen, finden wir hier irgendwas Tolles da drin? Schüsseln? Nee. So ein Pömpel will ich nicht mitnehmen. So ein Pömpel will ich nicht mitnehmen. Können wir die Waffe wegstecken? Ich laufe hier halt mit gezogener Waffe rum. Mach schon, du. Das ist nicht umsonst. Jeden Tag derselbe Mist. Soll ich jetzt was bringen oder? Hey, Glatthaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Verdammt, bist du hässlich. Klappe gut, glotz mich nicht an. Gut, dass wir im Moment drüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen, mich anbrüllen, noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Das hatte ich eigentlich nicht vor. Machst du Witze? Ich halt den Rand, du hässliches Stück Scheiße. Ach nee. Was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Sauber, ich suche meinen Vater in den letzten Jahren, haben Sie gesehen. Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Ich war mal wie ja. Sie. Ich kam in die Stadt und suchte nach einer Flucht aus diesem erbärmlichen Körper, in dem ich gefangen bin. Jetzt sehen Sie mich an. Nun gut, Moriarty hat hinten ein Computerterminal. Da führt er Buch über alles, was in Megaton geschieht.
Auf diesem Terminal könnten Sie sicher Informationen zu Ihrem Vater finden. Gehen Sie jetzt, Glatthaut. Wenn Moriarty Wind davon kriegt, dass ich Ihnen das verraten habe, bin ich ein toter Ghoul. Braucht hier jemand nur eine Trachtprüfung? Ach du liebe Zeit, das wollen wir nicht. Er ist da drinnen, vielleicht können wir jetzt da hin. Verschlossen. Wieso können wir da nicht ran? Das ist jetzt ärgerlich. Hi. Hi, ich bin Nova. Neu in Megaton? Tu dir einen Gefallen und geh weiter. Einige wollten nur einen Tag bleiben und dann sind 5 Jahre draus geworden. Oh mein, was tolles. Wieso mein Vater im besten Jahren? Hast du ihn gesehen? Ja, an den erinnere ich mich. Kerl, so ich typ. Habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht. Oh, gut aussehende Männer. Ladykiller, süß. Ich hätte echt gern Zeit mit dir. Aber ich muss meinen Vater finden. Ich würde auch gern Zeit mit dir verbringen. Pass auf, ich kann dir helfen. Geh da hinten ins Büro. Moriarty hat da ein Terminal. Alles, was du suchst, befindet sich dort. Hier ist das Kennwort. Schade, dass du so jung bist. Ich könnte dir Sachen beibringen, die du niemals vergessen würdest. Du Alte. Wie viel kostet ein Zimmer? Für dich? Ein Zimmer und etwas Gesellschaft für 120 Kronkorken. Im Voraus. 120 klingt verdammt gut. Das Zimmer ist am Ende der Treppe, Schätzchen. Das Zimmer mit dem großen Bett. So. Ich muss jetzt los. Pass auf dich auf, Schatz. Wir holen uns jetzt... Hallo. Ende des Flures mit dem großen Bett. Ah, das hier, ja. Da wollen wir noch mal ein bisschen vögeln. Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Was? Pass auf, ich arbeite gerade. Mach's also kurz, ja? Aha. Pass auf dich auf, Schatz. Klasse, von der Hure abgezogen. Na, ganz tolle Wurst. Na, 520 Kronen. Oh, ich hasse Huren. Meine Hallo. Güte. Hallo. So eine Bar ist das nicht. Ich merke das schon. Ja, was, Sir? Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. In den besten Jahren haben Sie ihn gesehen. Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie, mein Vater? Ich wurde doch nur Wolt geboren, soll ich? Alles Lügen, die Wolt ist schon seit 200 Jahren verschlossen. Gott im Himmel, wenn Sie sich selbst hören könnten, was für Lügen haben die Ihnen bloß eingetrichtert? Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber egal. Die große runde Tür hat sich jetzt geöffnet, richtig? Papa ist weg und Sie wollen unbedingt wissen, warum. Vielleicht weiß ich es ja. Was, ich wurde nie in der Welt geboren? Blödsinn, und das wissen Sie. Falsch, mein Papa hat mich nie belogen. Sie sind ein Lügner, Moriarty, ich weiß, wo ich aufgewachsen bin. Vor allem sind wir in der Welt geboren. Ah, verstehe. Oder was? Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird.
Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Das ist recht. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Sprach 28. Ich glaube, das schaffe ich aber nicht. War nur Spaß. Papa hat ständig von Ihnen gesprochen. Wo ist er denn? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr. Und ich weiß, wo er hin ist. Wo ist er denn aber hin? Sie verlangen da Infos. Und Infos sind Handelsware. Und wie bei allen Handelswaren gibt es einen vernünftigen Marktpreis. Aber was ist vernünftig? Sagen wir 100 Kronkorken. Und Sie wissen, wo Papa ist. Ich habe keine 100 Kronkorken. Na gut, Moriarty, hier sind 100 Kronkorken. Nein, danke, ich finde es selbst heraus. Ach ja? Na, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Soweit ich weiß, hat Ihr Vater nur mir erzählt, wohin er gegangen ist. Kommen Sie wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Normalerweise bin ich in der Kneipe. 100 Kronkorken. Ihr Papa würde da nicht so lange überlegen. Das sehen wir ja, du Penis. Das will ich verarschen von dir. Wenn du da weg bist, was soll man jetzt hier warten? Dann gehen wir da doch mal hin. An deinen Laptop. Das Radio aus. Gib auf den Sack das Gedudel. Schön, Sie wiederzusehen. Brauchen Sie einen Drink? Ich suche meinen Vater. Ja, ja, Galaxy, was kann ich über Moriarty's Terminal sagen? Ah, was kann Sie mir sagen? Ich hasse das verdammte Ding. Er hat nichts anderes im Kopf. Informationen sind eine Handelsware, wie er immer sagt. An Ihrer Stelle würde ich mich von dem Ding fernhalten. Gut, danke. Na klar doch. Warte, der war doch gerade... Ich muss da hinein. Aber Mr. Moriarty lässt mich nie nach hinten. Wenn Sie an das Terminal müssen, sollten Sie mit Nova sprechen. Sie kann Ihnen helfen, könnte aber teuer werden, wenn Sie verstehen. Naja. Tschüss, Gott. Bis bald. Jetzt verpiss ich da doch. Oh, ich dachte, jetzt wollte er sich schon aufrichten. Ja, klein kann ich ihn auch nicht. Ist ja nicht so toll. Wo ist denn Nova? Zinnova. Nova, Zinnova, wo bist du denn? Ah, er geht. Er geht. Also, was gibt's? Nichts. Ansässige. Ah. Wollen wir alles nicht wissen? Besucher. Mr. Burke, James, Walt. So kam es seit einem Himmel James zurück nach Megaton, weil er schon früher Teufel bla bla bla. Sehr gut, ich hab's herausgefunden. Ohne dass wir das gute Typ ansprechen. Da ist er ja wieder. Na, nur durstig oder bereit, meine Gebühr zu bezahlen? Der liebe Papa wird sich nicht von selbst finden. Ach, ne. Sag mal, ich möchte einen Drink bestellen. Sprechen Sie mit Gob. Er gibt Ihnen, was Sie brauchen. Aha. Naja, ich muss jetzt bloß so blöd. Ich kann kaum unser nächstes Treffen erwarten. So, haust du rein. Ich habe meine Info schon. Ich habe meine Infos. So, aber trotzdem wollte ich nur noch zu dem Mäuschen darüber. Wo war die denn jetzt? Die müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Mit seinem Ruhm erblinden. Du bist auch so ein bisschen blind, Junge. Ach ja, das war die Klinik. Hier ist eine Doc Church. Da ist eine Doc Church.
Hier ist bestimmt nur die alte, andere, ältere. Und auch gar keiner. Gut. So, da gucken wir kurz mal auf die Karte. In seinem liebsten Land leben. Will uns das hinschicken, ne? Daten, Notizen, Aufgaben, Ödland über das Buch. Zurück zu Mora. Boah, ich finde die nicht. Kommt und trinkt das Wasser. Die müsste doch hier oben irgendwo gewesen sein. Klinik, Restaurant, Luxury Apartment. Ich glaube, hier war sie jetzt. Die Moira. Nee. Oh, das ist ja hier zu kotzen. Das ist mein eigenes Haus. Das gibt's doch nicht. Wo war denn die Schnepfe? Ist auch unübersichtlich, diese Scheißstadt. Da ist kein Eingang. Oh, leck mich fett. Ärgert mich gerade ein bisschen. Schmutzigen Körpers gebären. Da drinnen nicht. Jeder von uns wird Mutter und Vater für eine Trillion. Deine Mutter, deine Vater. Ich versuch's mal hier. War sie hier drin? Ja, wenn die jetzt hier war, raste ich aus. Wetten, dass sie hier war? Nee, Mr. Burks Haus. Ey, Leute, was ist denn das jetzt hier? Hallo, tut mir leid, aber ich habe gerade viel zu tun. Vielleicht ja, können wir uns später unterhalten, okay? Dann hau ab. Armory. Das Waffenhaus, da ist ja auch nicht drin. Ey. Ich finde die gerade nicht. Hier. Aber es ist verschlossen. Er ist verschlossen, das ist ja ärgerlich. Wo war denn jetzt wieder die Kneipe mit dem Bett, damit ich warten kann? Oh. Ich muss da kurz mal gucken. Gameplay. Nein. Option. Steuerung, so. Tastenbelegung. Warten. T. So, dann warten wir noch, dass sie die Tür wieder aufmacht. Warte mal 7 Stunden, Junge. Oder ist der Eingang vorne? Mit Sicherheit. Oh, und ich komme jetzt wieder nicht hin. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Ja, ich quatsche hier auch nicht an, du Vollidiot. Komme ich denn da jetzt hoch? Oh, hier lang. Leck mich am Arsch. Also wieder. Nee, dann müsste das hier wieder Mauras Haus sein. Junge, 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 Junge. Ey, das war wieder ein Umweg. Hast du ein Problem? Wo sind. Auf Durchreise, wie? Hä? Ach, das Morat ist nur Saloon. Oh, wo bleibt es, Mora? Herrentoiletten? Nein. Hier ist sie doch. Oh, im Lagerhaus. Im Lagerhaus. Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Markt? Es war nicht leider, aber ich habe die Lebensmittel und die Medizin. Tatsächlich? Sie haben es geschafft? Ja, Sie haben es geschafft! Ja! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich bin auf Raiders und Roboter gestoßen. Sicher was da gerade nicht. Wirklich? Raiders und Roboter? Ich war wohl nicht die Einzige, die die Idee hatte, die Läden zu durchsuchen. Man muss beim Plündern also aufpassen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier.
Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke besser schmecken. Ich bin bereit für weitere Rechnungen. Ach so. Ach, Recherchen. Ich bin bereit für weitere Recherchen. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Was bedeutet Teil darüber? Was bedeutet das? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meinem Rückkehr muss ich mich behandeln, oder was? Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen, und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Ich möchte gerne ein paar Dinge für mein Haus kaufen. Natürlich. So. Ich habe eine ganze Reihe von Dingen für Ihr Heim, die Sie interessieren könnten. Habe ich denn nur noch Kohle? Können Sie mir sagen, wozu die Gegenstände gut sind? Ich würde gerne etwas über diese Stille hören. Genug über das Haus reden, okay. Oder anderes. Dann muss ich mal los. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Keine Mätzchen, ja? Und können nicht mehr tragen. Na gut, kein Problem. So, meine Freunde, an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Fallout 3. Tschüssen.